Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mystery Help. Heute eine ganz besondere Softwarevorstellung. Und zwar habe ich echt so oft Fragen bekommen, wie man kostenlos irgendwelche Spiele ordentlich aufnehmen kann. Und da habe ich immer die gleiche Antwort geben müssen. Erstens, es gibt WeGame, die Software habe ich schon mal vorgestellt. Und die zweite Antwort war dann immer, es gibt auch noch Fraps, aber leider ist das kostenpflichtig, $30 kostet es nämlich. Und ich habe es echt vorher nicht gewusst. Ich habe vorgestern, glaube ich, habe ich entdeckt, dass es Fraps tatsächlich kostenlos zur Verfügung gibt. Das wollte ich euch heute unbedingt mal mitteilen. Der Download-Link steht natürlich in der Beschreibung. Und das Ganze gibt es bei chip.de, wo sonst. Diese Version ist natürlich nicht die aktuelle. Die aktuelle ist 3.0.1 in etwa. Und die hier ist 1.9d. Das ist natürlich schon etwas länger her, ein bisschen älter, aber man sieht es an der Bewertung hier, 96% zu 4%. Diese Software ist super. Und allein schon, weil sie kostenlos ist, ist sie wirklich total herunterladenswert. Ich habe bisher immer gedacht, Fraps ist komplett kostenpflichtig, bis ich diese eine Freeware hier entdeckt habe. Die kann noch nicht lange da sein. Eigentlich ist sie wohl doch schon länger da, wie es hier aussieht. Aber die kann noch echt nicht so lange kostenlos sein. Laden wir sie einfach mal runter. Wie das geht, wisst ihr ja wahrscheinlich, einfach diesen Links folgen, dann hier einfach warten, bis das Fenster erscheint, herunterladen. Ich habe das Ganze schon gemacht. Wir öffnen sie einfach mal. Das Ganze machen wir über dieses Menü hier, Fraps. Und erstens mal, es lädt sofort. Und was sieht man dann hier? Ein sehr einfach gestaltetes Fenster. Wie gesagt, ist ja von 2003, dieses Programm. Aber es reicht einfach. Man sieht hier einfach, es ist hier auf Englisch, klar. Aber man sieht einfach, die wichtigsten Einstellungen sind da, und zwar die allerwichtigste ist einfach diese hier, Movie Frame Rate. Wie viele Frames per Second, also Bilder pro Sekunde, wollt ihr haben? 10, 15, 20, 25, 30. Bei der neuesten Version gibt es auch die Auswahl 60 Frames per Second, aber das ist ja schon wieder Luxus, das braucht man nicht unbedingt. Und diese 30 Frames per Second reichen auf jeden Fall, um ein Spiel ohne irgendwelche stockenden Bilder in ein Video zu fassen. Hier kann man natürlich auch noch den Hotkey festlegen, also die Taste, auf dessen Druck die ganze Aufnahme beginnt und beendet wird. Und die ganzen anderen Funktionen kann man sich natürlich auch noch überlegen, ob man die aktiviert oder nicht. Deswegen heißt es auch Advanced Options. Aber die wichtigsten sind wirklich die hier, und auf jeden Fall dieser Punkt muss hier gesetzt sein. Der Rest ist noch, wo hier dieses Overlay liegt, was anzeigt, wie viel Frames per Second man gerade hat. Das ist auch wichtig, aber ist natürlich längst nicht so wichtig wie das Wichtigste, was man überhaupt braucht. Nebenbei kann man hier übrigens auch noch Screenshots von dem Ganzen machen, aber das kann man auch einfach, indem man andere Programme runterlädt, die sowieso kostenlos sind. Das wollte ich euch auf jeden Fall kurz gezeigt haben. Diese Software, haben bestimmt schon sehr viele Leute von gehört, kostet normalerweise die aktuellste Version $30, und ich wusste bisher nicht, dass es das auch als Freeware gibt. Ab sofort werde ich jeden, der danach fragt, auf dieses Video hier verweisen oder einfach den Download-Link schicken. Das wusste ich echt bisher überhaupt nicht. Ab jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr gehört zum Inner Circle, und damit war es das zu diesem Programm. Was ich jetzt auch schon öfters gehört habe, viele Fragen nach meinen Desktop-Hintergründen, die mache ich selber. Da werde ich auch nochmal den Link dazu in die Beschreibung stellen. Das Ganze findet sich nämlich einfach auf meinem DeviantArt-Account. Könnt ihr gerne mal, sehr gerne mal vorbeischauen. Und ja, das Ganze ist in Cinema 4D gemacht, einfach mal ein bisschen rumgespielt, auch einfach ein Zeichen. Ich habe einfach, glaube ich, 3 Stunden mal vor Cinema 4D gesessen, habe einfach mal alles Mögliche ausprobiert, einfach mal geguckt, was rauskommt. Und das kam raus. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ist vollkommen in 3D, wenn man es sehen könnte. Das sieht man zwar im Moment nicht so gut, aber ist es. Und noch eine kleine Preview jetzt auch noch für euch. Das Ganze ist ein kleiner Screenshot von meiner neuesten Testanimation. Die ganze Animation hat 300 Frames und wird ca. 10 Stunden zum Rendern dauern. Ich sag nur, ich liebe die Nacht. Ich werde es über Nacht rendern und morgen dann wahrscheinlich hochladen. Und ja, wird auf jeden Fall richtig geil, kann ich euch jetzt schon sagen. Sieht richtig Hammer aus. Auch wenn es nur ein Test ist, also für einen Test sieht es jedenfalls Hammer aus. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber seid mal gespannt. Und ja, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.